Vollgas, ja? Ich will harte und präzise Treffer. Hau alles raus. Zeig mir, was du kannst. Gute Kombo, Mädel. Weiter so. Beim nächsten Mal wird's besser. Also gut, heute geht's ums Timing. Wann du am besten richtig drauf gehst, dann gewinnst du auch. Stark, gute Arbeit. Das war genau richtig so. Vollgas, ja? Ich will harte und präzise Treffer. Hau alles raus. Zeig mir, was du kannst.
starke Kombo. Wirklich. In dir steckt so viel Potenzial. Mach im richtigen Moment Druck und hol dir dann das Ding, okay? Das Timing ist entscheidend. Gute Kombo, Mädel. Weiter so. Da geht doch mehr. Das wissen wir doch beide. Dass du den Boxsack mal ordentlich bearbeitest. Achte auf meine Anweisung. Am Boxer. Genau.
macht Druck, wenn der richtige Moment gekommen ist. Und dann geh voll drauf. Starke Kombo. Weiter so. Mega. Mach weiter so und niemand kann dich aufhalten. Treffen im Kampf wird niemand lange stehen bleiben. Brauchst du das richtige Timing. Wenn dein Moment gekommen ist, musst du drauf. Hervorragend! Absolut Hammer! Weiter, weiter! Mädel, das muss besser gehen! Komm schon, das geht doch besser. Sekunden. Komm jetzt. Nicht nachlassen jetzt, Mädel. Gleich gibt sie auf. Versuch's gleich nochmal. Konzentrier dich auf die saubere Ausführung. Das hast du gut gemacht heute. Thank you.
Als nächstes steht ein UFC-Bantam-Gewichtskampf der Damen auf dem Programm. Zuletzt durfte sie gleich 3 K.O.-Siege in Folge bejubeln. Und so soll es aus ihrer Sicht natürlich heute weitergehen. Das war schon wirklich beeindruckend, was sie in den letzten Fights gezeigt hat. Da erwischt sie ihre Gegnerin mit einem Tritt zum Kopf. Oh mein Gott, wie schafft sie es bloß hier noch zu stehen? Das sind vollgeteilte Treffer, super. Und da ist die Rechte. Und der nächste Clinch. Das macht die zwei doch ermüden, oder nicht? Oh, das ist der Takedown. Früh im Kampf. Die ganze Woche schon hat sie angekündigt, ihre Gegnerin auf den Boden befördern zu wollen. Dass sie den Bodenkampf suchen wird. Und das ist hier auch gelungen. Ja, das ist immer wichtig für so einen Kampf. Für das Selbstvertrauen, dass du früh in der Runde einen Takedown hast. Sie ist in der Halfguard. Gute Arbeit von unten. Schöner Punch zum Kopf. Der Diving Punch zum Kopf. Guter Treffer. Jetzt kommen beide wieder hoch. Oh, oh, ein heftiger Diving Punch zum Kopf. Sehr gute Treffer, tolles Timing. Starker Übergang in die Full Mount. Und auch diesmal kommt sie wieder hoch. Sie setzt hier den nächsten Schlag. Ja, macht sie gut. Oh, oh, bei der Linken hat er sie Glück. Ja, da bearbeitet sie das Bein ihrer Gegnerin. Das ist kein unmittelbarer Wirkungstreffer, aber ihre Gegnerin wird trotzdem ausgebremst. Da trifft sie mit dem Kick. Ach, sie super hier. Oh, das sieht nicht gut für sie aus. Oh ja, satter Kick zum Bein. Was für ein Headkick. Nunes blockt diesen Kick. Ihr Bein ist verletzt, man sieht deutlich, dass sie hinkt. Sehr schöner Leg-Kick hier. Das macht sie sehr clever, dadurch wird jede Aktion ihrer Gegnerin etwas schwerfälliger. Da, wenn du sowieso schon so niedrige aus... Ja, erfolgreicher Double-Leg-Kick da. Wir sind in der letzten Minute der ersten Runde. Und wieder kämpft sie. Und da ist der nächste Knockdown. Starker Kick zum Kopf, sie ist angeschlagen. Oh, heftiger Haken zum Kopf, aber daneben. Sie wechselt in die Rechtsauslage. Ja, wieder der Takedown von Nunes. Ja, der Ellbogen kommt an. Schön, wie sie sich da auf dem Boden bewegt. Das ist das Ende der ersten Runde. Dieser Cut an der Wange, tja, der... Ab in Runde 2. Ja, der Kick kommt an. Gute Jabs. Der Block gegen diesen Part. Voll getimte Treffer hier. Oh, ganz starker Haken. Treffer mit dem Jab. Und da ist der Takedown. Schön, wie sie hier am Boden die Positionen wechselt. Ja, das sieht alles sehr flüssig aus. Sehr gute Technik hier von ihr. Toller Kick. Sie trifft mit der Rechten. Und da geht sie auf die Bretter. Ja, und wieder kommt sie hoch. Schöner Treffer. Oh, der Kick landet am Kopf. Nunes blockt diesen Kick zum Kopf. Der offene Schlagabtausch jetzt. Der Punch sitzt. Sie gibt hier nicht... Sie holt sich hier den Takedown. Wieder einmal, möchte man fast sagen. Ja, sie ist wirklich eine Expertin der Takedowns. Sie zielt jetzt ganz eindeutig immer häufiger auf den Cut über dem Auge. Ja, ist ja auch logisch, wenn du deiner Gegnerin...
Gegnerin ein Panther hat, hat die Brust. Mit jedem Treffer reißt er noch ein wenig weiter auf und irgendwann schreitet dann der Ringarzt rein. Oh, der hat gesessen. Da hat sie die Lücke am Kopf gesehen und den Kick perfekt gesetzt. Treffer mit dem Punch. Der Kampf ist vorbei. Das war überragend, wie sie diesen Kampf beendet hat. So einen K.O.-Treffer muss man erst mal landen. Da haben wir die Siegerin dieses Kampfes durch diesen wirklich großartigen K.O. Bruce Buffer hat jetzt das offizielle Ergebnis für uns. Ladies and gentlemen, Referee Eve Leving. Die letzten drei Fights hat sie durch K.O. gewonnen. Also daran sehen wir natürlich schon, wie gefährlich die im Moment ist. Da muss jede Gegnerin aufpassen. Der Punch kommt an. Also eine leichte Aufgabe ist das hier heute ganz bestimmt nicht. Das wird schwer für Sie, wenn wir uns mal die Ranglistenpositionen ansehen. Ja, überzeugendes Timing hier bei diesem Treffer. Oh, ein toller Kick hier zum Körper. Oh ja, das hat sie klasse gemacht. Ja, schöner Kick. Ach, stark. Ein weiterer Kick zum Körper. Stark gemacht, schöner Kick zum Kopf. Oh, ein heftiger Kniestoß. Jetzt holen sie alles aus sich raus. Sauberer Treffer. Gute Treffer. Ja, wirklich großartig. Inside Leg Kick, oh, der war gut. Schöne Rechte. Oh, voll auf den Körper. Was für ein Volltreffer. Guter Treffer, dieser Jab zum Kopf. Aber wenn sie da besser zumacht, kann sie das verhindern. Sauberer Kick. Wie schön, noch ein Treffer, der im Ziel landet. Da zeigt sie echt, wie treffsicher sie doch ist. Körpertreffer mit dem Kick. Wow, noch ein Kick zum Körper. Da holt sie sich den Takedown. Ja, keine große Überraschung hier, so kennen wir sie. Ja, schöne Bewegung da von ihr auf dem Boden. Und zurück in die Side Control. Ja, sie steht wieder, aber ich glaube, das war ein ganz starker Kick zum Kopf. Starker Punch. Arm mit dem Takedown. Jetzt sind sie beide wieder auf den Beinen. Schöner Treffer, schöner Kniestoß, gute Arbeit gegen den Körper. Da sehen wir den nächsten Clinch. Das sieht schon so anstrengend aus. Ja, und das ist es auch, weil du ja ständig aufpassen musst. Ganz stark gemacht. Schöner Kick zum Kopf. Starker Kick zum Kopf. Sie ist angeschlagen. Sie landet auf der Matte. Sie steht wieder. Was für ein Kick zum Kopf. Und das war nicht der erste. Ein Wunder, dass ihre Gegnerin hier noch steht. Ja, keine Ahnung, wie sie das macht, aber ich denke, das kann sie nicht mehr lange so aushalten. Tja, diese Angriffe zum Kopf, die blockt sie einfach ab. Sehr gut. Da trifft sie ihre Gegnerin hier mit dem Schlag. Sehr guter Treffer. Oh, was für ein absolut richtig, dass der Ringrichter diesen Kampf beendet hat. Es ist einfach zu gefährlich, wenn sich eine der Kämpferinnen nicht richtig verteidigt und die andere ihr einen Treffer nach dem anderen verpasst. Da ist der Kick, wunderbar gemacht, holt sich den Niederschlag. Sehen wir uns diesen harten Kick nochmal an. Jetzt zu Bruce Buffer mit dem offiziellen Ergebnis.
Ladies and gentlemen, referee Eve LeMay called stop to this contest at 4 minutes, 29 seconds of the very first round. Declared the winner by Bell. Ja, und hier sehen wir sie, meine Damen und Herren. Hier sehen wir, wie sie sich freut. Die strahlende Siegerin des heutigen Abends. Ja, und strahlen kann sie auch nach so einem Knockout.